So, es sollte jetzt alles soweit geändert sein. Nur ob es funktionieren wird, weiß ich noch nicht. Oh, die Überraschung! Man kann es ja unten, glaube ich, schon lesen. Und ich habe ganz crappy nur so ein bisschen was zurechtgeschoben, weil es, wie gesagt, eine Spontanentscheidung war. Aber tja, und jetzt heißt es gucken, ob der Emulator funktioniert. Okay, Surprise. Es wird gesehen, es wird gelesen. Ich weiß nicht, ob es kann nur. Ich hoffe, es stirbt nicht gleich beim ersten Mal irgendjemand und ich habe einfach. Ich habe einfach gar keine Erfahrung. Ich habe jetzt ein bisschen in Echos rumgedümpelt, aber bin halt auch nicht so das Mastermind. Und. Oh mein Gott, voll die, ist es. Das freut mich, dass ihr Bock habt. Das freut mich echt. Und gleich Stress. Jetzt bin ich noch mal so ein bisschen. Ja, Sora wird mich liken. Perfekt, perfekt. Oh boy. Ja, aber ja, jetzt ist die große Frage: Wird der Emulator erkannt? Huch. Ja, dafür lohnt sich Cheeren wirklich. Auch wenn man mich dann kurzzeitig nicht gesehen hat, aber. Ja, Liam, es passt alles. RIP, Uta Pre-streamt so. Ja, Uta Pre mache ich wahrscheinlich nebenher immer mal so ein bisschen. Und zu Events habe ich mir überlegt, wenn es auch mal so Laber-Streams geben sollte, dass dann einfach unten die Boys und das, also wenn ich sowieso Auto muss, dass das ja unten dann so weiterlaufen kann. Und ich habe mir tatsächlich sogar überlegt, ob ich vielleicht ab und zu auch mal ein Uta-Pri-Video mache, aber dazu mehr irgendwann, wenn ich Zeit habe. Oh, die ich sowieso nie habe. Ich komme ja so gerade mal hin mit. Ah, ja. Ja. So. Visual Boy Advance, bitte lass mich nicht im Stich. So wie du es leider viel zu oft manchmal tust. Wir haben schon mal ein Bild. Das ist doch schon mal sehr nice. Aber wir hören nichts und ich frage mich, liegt das an mir? Ist das so am Anfang? So, erstmal alles, was Leistung zieht, glaube ich, aus hier. So, dann jetzt noch mal gleich der Controller-Test, ob das funktioniert. Visual Boy macht gerade noch mit. Jetzt ist die Frage, ob er den Controller annimmt. Haha, das geht auch. Oh Gott, das komplette Projekt gehypt sein, überstrapaziere mich nicht. Das macht mich fertig. Da habe ich Angst, dass ich dich vielleicht enttäuschen könnte. So. Mucke erstmal aus und dann gucken, ob uns gleich die Ohren zerbersten. Ich hoffe, es ist von der Lautstärke gleich okay. Oh boy. Aufregung! Okay, ich habe es einigermaßen okay gehört. Wie ich diesen Gameboy Bildschirm alles so vermisse. Oh. Warum auch immer es das nicht für den Virtual Boy gibt.
sowas Ekelhaftes. Ey, nur für die Wii U. Oh, das war ihr altes Logo. Oh Gott. Sagt wegen der Lautstärke Bescheid? So viele Charaktere kenne ich davon schon. Oh, wer gibt da... Oh Gott. Wow. Ey, das sieht... Das sah schon damals richtig gut aus. Warum habe ich das nicht geholt? Nur weil ich Angst hatte, dass die Charaktere für immer sterben. Oh. Die Charas kennt man doch. Ja, mittlerweile. Vorher ich ja nicht. Sugar. Ein schönes Gegending zum Salz. Okay, Lord. Oh, die Musik. Help. Das geht ja umgekehrt genauso. Jetzt weiß ich, wie sich die ganzen Leute in Fire Emblem Heroes gefühlt haben, wenn sie die bekannten Lieder gehört haben. Ach, das sind Spoiler? Okay, gut. Ich habe nichts gesehen. Obwohl, ich habe mich doch schon richtig vielen Heroes gespoilert mit allem. So, okay. Neues Spiel. Das wäre jetzt genauso das, was ich wählen müsste. Oh, ich spiele das erste Mal Fire Emblem, also ein richtiges Fire Emblem. Ich spiele gleich ohne Spieletipps. So. Vor langer Zeit überflutete das Böse die Welt. Die Dunkelheit brachte wilde Kreaturen, welche die Menschheit an den Rand der Vernichtung drängten. Verzweifelt flehten die Menschen den Himmel um Hilfe an und sie erschienen umgeben von Licht. Die haben ja ein Glück. Die heiligen Steine. Diese 5 glorreichen Schätze vermögen es, das Böse zu bannen. Der Held Grado und seine Krieger kämpften mit Hilfe der Steine gegen die Finsternis. Sie besiegten den Dämonenkönig und der Text ist zu schnell weg und sperrten seine Seele in die Steine selbst. Der Dunkle war gefangen und der Friede kehrte nach Markwell zurück. Doch war noch nicht von langer Dauer. Denn... Der Kontinent Magwell. Seit 800 Jahren herrschen Ruhe und Frieden. Da die schreckliche Dunkelheit vertrieben worden ist, die heiligen Steine wurden seitdem von Generation zu Generation weitergegeben. Ganze Nationen sind im Glanz ihrer Macht und ihres Vermächtnisses entstanden. Das Königreich Renais regiert von Fardo, dem unvergleichlichen Kriegerkönig. König. Das Königreich Frelia regiert von Haydn, dem ehrwürdigen König der Weisen. Kann ich mir jetzt am Anfang sowieso alles nicht merken. Das Königreich Jehanna regiert von Ismail, Königin der Weißen Dünen. Die Theokratie Rausten regiert von Mansel, dem göttlichen Imperator. Was denn eine Theokratie? Okay. Ungebildet am Start hier. Ich natürlich. Das Imperium von Grado regiert von Viga, dem tapferen stillen Imperator. Still finde ich gut. Irgendwo im Hintergrund, ganz unauffällig, einfach sein Ding machen. Diese 5 Länder hüten die Macht der heiligen Steine. Zu ihnen gesellt sich die noch junge Handelsrepublik Cassino.
In diesen Zeiten des Friedens versickern die Geschichten über alte Konflikte im Boden der Legenden. Erinnerungen an die alten dunklen Künste sind zu Mythen geworden. Wir schreiben das Jahr 803. Doch urplötzlich wird ganz Merkwell von einer unerwarteten Gräueltat erschüttert. Oh mein Gott, was passiert? Das Imperium von Grado, die größte der Nationen der Heiligen Steine, ist auf Befehl von Imperator Vigard in das Königreich Rhenais eingefallen. Das geht doch nicht. Als Langzeitverbündeter von Grado sah sich Rhenais völlig überrascht und hatte keine Chance zur Gegenwehr. Grados Streitmacht zieht schnell voran und erobert ein Territorium nach dem anderen. Oh, hallo! Zu König Fardos Sorgenlast kommt noch hinzu, dass sein Sohn Prinz Ephraim vermisst wird. Oh, wo ist der denn hin? Grados Überraschungsmoment trägt die Armeen bis vor die Tore von Schloss Rhenais. Rhenais wird fallen, dies ist unabwendbar. Prolog, der Fall von Rhenai. Oh Gott, die Grafik. Oh. Euer Majestät, ich bringe schlimme Nachricht. Das Schlosstor wurde eingenommen. Imperator Vigards Truppen sind bereits innerhalb der Schlossmauern. Oh, snap. Ich verstehe. Die Garnison ist gefallen. Wir haben den Kontakt zu Prinz Ephraim verloren und dürfen nicht mehr auf Hilfe von seinen Männern hoffen. Euer Majestät, was sollen wir jetzt tun? Was können wir schon tun? Befehle deinen Männern, die Waffen zu strecken. Vater! Erika, trägst du den Armreif, den ich dir gegeben habe? Ja, ich habe ihn stets bei mir. Gut. Sess? Ja, Euer Majestät? Geleite Erika nach Fredia. König Hain ist ein Mann von Ehre. Er wird ihr Schutz und Zuflucht gewähren. Verstanden. Aber was ist mit Euer Majestät? Ich werde hier verweilen. Lange Zeit war Grado eine unserer engsten Verbündeten. Dennoch greifen sie uns jetzt an. Ich muss den Grund dafür erfahren. Trage ich die Verantwortung dafür? Habe ich als Herrscher versagt? Rhenai untersteht meiner Führung. Wie konnte ich mein Land so enttäuschen? Vater, ihr könnt nicht bleiben. Ihr dürft nicht. Wenn ihr zurückbleibt, werde auch ich nicht weichen. Geh jetzt, Sess, reite schnell. Bring sie in Sicherheit. Vater! Vergebt mir, Euer Hoheit. So, seht zu, dass ihr da wegkommt. Erika, freu dich, dann gehst du wenigstens nicht drauf. Das muss ich jetzt. Klar, ich hoffe, der kommt alleine klar. Ephraim, Erika, ihr müsst überleben. Wenn hier auch Gespräche mit Beber sprungen, weiß ich nicht. Ich will ja eigentlich wissen, was abgeht. General Sess? Franz, reite voraus und bring die Kunde unseres Kommens nach Fredia. Ein einzelner Reiter hat größere Chancen, Grados Männer ungesehen zu passieren. Trage vor dem Thron alles vor, was hier geschehen ist und bitte um Verstärkung. Verstanden. Prinzessin Erika, wir müssen... Schnell, hinter mich! Oh, worauf sind die angeflogen gekommen? Ah, hallo, Walter! Oh mein Gott, du bist natürlich aus dem Spiel. Cool. Du da, mit dem Mädchen. Sag, ist das etwa eine missratene Prinzessin? Die missratene Prinzessin von Rhenai? Dann muss dies wohl mein Glückstag sein. Du bist ein toter Mann, das Frauenzimmer geht mit mir. Niemals.
Ich bin weiter der Mondstein, Grados bester General. Und du bist nur ein Leichnam, der noch nicht weiß, dass er tot ist. Puh, okay. Sollen wir jetzt einfach nur zugucken? Ah, nein! Ich habe mich gerade selber erschreckt, weil ich weitergedrückt habe und dann ist der Text durchgegangen. Ich dachte, jetzt habe ich die Box weggedrückt. Solch schreckliche Wunden und dennoch bleibt er seiner Pflicht treu? Wie überaus unterhaltsam. Flieg fort, kleiner Mann, flieg fort. Versuch nur, dem Tod zu entrinnen. So bleibt mir Zeit, die Jagd auszukosten. Und das Töten. Okay, ich versuche gleich. Also der Text geht ja nicht weiter, wenn ich nicht weiter drücke, oder? Ja, alles cool. Dann kann ich mich nämlich auch hier auf den Chat nochmal... Ups, wenn ich rausklicke, dann hört man das Spiel nicht mehr. Dann muss ich das gleich versuchen so zu lesen. Ganz, ganz schnell. Okay, gute Nacht, Shiny Doing, von dem ich glaube, dass du Dan bist. Ich war mir nicht sicher, aber scheinbar vielleicht doch. Also es klingt nach Dan. Und wenn Vanni dich kennt... So, haben wir jetzt ganz, ganz kurz. Kyoko liest es halt nicht nur vor, sondern entertaint dazu. Ja, ich versuche mich auch ein bisschen... Also es ist schwierig, es ist halt für mich... Ich bin da ja sehr gern invested, aber jetzt ist die Kamera an. Okay, das ist auf jeden Fall der Smiley, der zeigt, dass es Dan ist. Na, jedenfalls... Sonst bin ich ja gerne invested, wenn ich vorlese, aber da weiß ich ja, sieht mich keiner. Und wenn ich irgendeine Grimasse schneide oder so, also ich bin noch nicht comfortable damit, dass man mich sieht, wenn ich halt so mitgehe. Deswegen, gib mir Zeit. Es klingt vielleicht manchmal so wie vorgelesen vom toten Fisch, aber ich habe halt einfach Schiss, dass ich zu krass abgehe. Die meisten kennen es ja von Fire Emblem Heroes, dass ich ja eigentlich mit mehr Betonung lese und ich glaube, das habe ich in anderen Let's Plays auch viel gehabt. Ich weiß nicht mehr so genau, wie es in Sonic Battle war. Aber glaube ich auch. Aber ja, mal gucken. Ach, es ist nicht nur, dass ich mich das nicht von Dan traue, sondern vor allem ist es einfach so, Okay, jetzt bin ich wieder im Chatfenster, deswegen ist der Ton kurz raus. Visual Boy Advance könnte sich eigentlich ruhig was einfallen lassen, dass die Musik trotzdem weiterläuft. Oh, ist das cool, wie sehr ihr euch freut. Ich bin... Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, dass es so... Aber ja, es war ja viel gewünscht, deswegen musste das ja auch mal irgendwann drankommen. Sie haben den Dämonenkönig mit Steinen beworfen und ihn dann darin eingesperrt. Die arme Sau. So, okay, gut. Alles Wichtige ist, glaube ich, wahrgenommen. Ich lese statt weiter ständig Vater. Das ist auch gut. Ah, könnte auch ein nettes Meme werden. Apropos Meme. Sui Shomaru spielt heute Evil Within. Und ich dachte mir so, ey, das hätte ich mir gern angeguckt. Und als ich versucht habe, meinen Stream zum Laufen zu bringen, waren sie gerade bei Bidanetta. Also Bidanetta, ich weiß jetzt, wie hieß die nochmal? Ich vergesse ihren Namen ständig. Ich lese es danach, weil ich mir denke, Gott, die hatte doch eigentlich einen richtig wichtigen Namen. Aber ja, für uns sah sie im ersten Moment halt aus wie Bayonetta, nur halt in so... Krankenschwester oder keine Ahnung wie. Ja, Krankenschwester kann man es eigentlich auch nennen, wenn es so Psychiatrie ähnlich ist und so. Naja, so hat sich das dann ergeben. Prinzessin Erika, hier entlang. Ich kann keinen mehr von Grados Leuten sehen. Da wir so weit gekommen sind, haben wir uns einen Moment der Rast verdient. Okay, WB, Sora. Das kommt nach Sacred Stones als Fire Emblem-Teil. Ich will mich vorbereiten. Also die 3DS-Teile, die kommen nicht, weil ich habe keinen Grabber dafür.
DS-Teil könnte man überlegen. GameCube-Teil könnte man überlegen. Ich weiß es nicht. Also ich lasse mich überraschen. Also ich nehme auch gerne was, was am meisten gefragt wird. Kann auch ein Poll machen. Ich kenne ja sowieso keine so wirklich. Und ich habe jetzt bei Sacred Stones einfach nach einem Fire Emblem gefragt, das anfängerfreundlich ist. Und da schien das wohl zu sein. Oder zumindest ein gutes, um einzusteigen. Ob es anfängerfreundlich ist, das sehen wir ja dann noch. Sacred Stones wird ein bisschen dauern, zumindest wenn sie beide Routenabschnitte spielt. Oh Gott, GameCube und Wii sind super teuer. Dann streichen wir das. Oder wenn sie so mega teuer sind, dann können wir auch gleich eins für 3DS spielen. Weil dann kann man sich von dem Geld vielleicht auch diesen ollen Grabber kaufen. Oder Capture Card ist ja kein Grabber mehr. Bitte vergebt mir, euch vorhin so brüsk angefasst zu haben. Oh, Seth. Sei nicht so närrisch, Seth. Wärst du nicht gewesen, hätte ich es niemals aus dem Schloss geschafft. Nur du bist der Grund, dass ich noch am Leben bin. Meine Dankbarkeit soll dir gewiss sein. Und wer auch immer der Mann gewesen sein mag, er war eindeutig hinter mir her. Es ist meine Schuld, dass du eine so schwere Wunde erleiden musstest. Erlaube mir, sie zu versorgen. Euer Hoheit, ich kann nicht zulassen, dass eine solche Wunde ein Hindernis darstellt. Es gibt wichtigere Angelegenheiten, um die wir uns nun kümmern sollten. Und am Ende fällt er vom Pferd. Wir müssen so schnell wie möglich Frelia erreichen. Wir müssen die Wünsche seiner Majestät erfüllen. Ich frage mich, wie es meinem Vater allein im Schloss ergeht. Glaubst du, er ist in Sicherheit? Erika, du hast doch gesehen, wie der letzte Stand war. Ich glaube nicht, dass der in Sicherheit ist. Nee. Nee. Und was ist mit meinem Bruder an der Front von Grado? Ja, was ist mit Ephraim? Wir haben schon seit Tagen nichts mehr von ihm gehört. König Fardo und Prinz Ephraim sind beide tapfere und mutige Männer. Ich bezweifle, dass selbst Grados geballte Macht sie in Schach halten könnte. Was mir nun jedoch wichtiger ist, eure Hoheit, ist eure eigene Sicherheit. Wie traurig die beiden sein würden, sollte euch etwas zustoßen. Wir müssen Frelia erreichen, um den Tag eures glücklichen Wiedersehens zu garantieren. Ja, natürlich, du hast recht. Ich darf nicht zagen, bis ich wieder mit Vater und meinem Bruder vereint bin. Komm, Seth, lass uns gehen. Sobald wir diese Brücke überquert haben, sind wir in Frelia, nahe der Grenze zum Mulan? Okay. Lasst uns Eile machen, Prinzessin Erika. Deine Ausbildung beginnt mit der Bewegung. Platziere den quadratischen Cursor auf Erika und drücke den A-Knopf. Erstmal will ich meine Bewegungsfreiheit ausnutzen. Ich kann endlich was machen. Yay. Das ist so krass, um vom Pferd zu fallen. Na, vielleicht ja nicht unbedingt. Oh, hi, Fleibel. Wir haben das Spiel gewechselt, wie du siehst. Ich nube jetzt mal so richtig drin rum. Und oh, ist das süß. Ihre Augen sind einfach nur so eine Striche. Me likey. Okay, du kannst dich innerhalb des blauen Gebietes frei bewegen. Bewege den Cursor auf das leuchtende Feld neben Seth und drücke den A-Knopf. Piu. Warten. Das ist also auch so geblieben. Eure Hoheit, ich möchte euch nicht belügen. Dieser Ritt wird kein leichter sein. Sorry. Bitte nehmt dieses Rapier. Sollte mir etwas zustoßen, müsst ihr euch allein nach Frelia durchschlagen. Kann ich wenigstens dein Pferd nehmen, wenn dir was zustößt, oder soll ich das auch noch zu Fuß machen? Sass hat dir ein Rapier bereicht. Alle Waffen haben einen Haltbarkeitswert. Die Haltbarkeit des Rapiers beträgt 40. Sobald das Rapier 40 Mal eingesetzt worden ist, wird es zerbrechen. Achte darauf, wie oft du deine Waffen noch einsetzen kannst.
Ich sehe gerade bei mir den Stream nicht. Ich mach mal kurz ein... Okay, scheinbar ist der Stream... Ist er weg? Ist er noch da? War der Stream kurz weg? Weil ich habe ihn nicht gesehen. Okay, Erklärtipp, Therapie ist besonders... Ach so, okay, er ist nicht weg gewesen. Dann ist er nur bei mir kurz weg gewesen. Therapie ist besonders, also vielleicht sparsamer damit umgehen. Okay, ich hätte den sonst direkt verkloppt, glaube ich, und mir gedacht, ach, das ist die erste Waffe, die ich kriege, das ist bestimmt Müll, das ist nicht so schlimm, wenn ich die verliere oder die gleich kaputt geht. Okay, wird einem hier ernsthaft gesagt, dass Waffen sich abnutzen? Really? Ja. Oh boy, Leute. Ihr da, ihr Hunde aus Renai. Hunde? Guck dich doch mal an. Wohin gedenkt ihr zu reiten? Nirgendwohin? Grados Männer. Bleibt zurück, Prinzessin Erika. Schon in Ordnung, Sess. Mein Bruder hat mich ein wenig in der Schwertkunst unterwiesen. Ich bleibe an deiner Seite. Rote Einheiten sind gegnerische Einheiten. Ach was, Captain Obvious. Nachdem sich Erikas gesamte Truppe bewegt hat, sind die gegnerischen Einheiten am Zug. Beide Seiten sind abwechselnd an der Reihe und kämpfen, bis die Schlacht zu Ende ist. Also es ist wirklich ein sehr, sehr einsteigerfreundliches Spiel. Pieks, pieks. Prinzessin Erika. Ich bin unverletzt. Seine Axt war langsam und ich war flink. Jetzt bin ich an der Reihe. Auf dieser Karte musst du O'Neill, den gegnerischen Anführer, besiegen, um den Sieg davonzutragen. Das Kampfziel wird in der Ecke des Bildschirms angezeigt. Dein Ziel ändert sich von Karte zu Karte. Passe daher deine Strategie den Vorgaben an. Überprüfe dein Ziel, bevor du deine Strategie entscheidest. Und nun greif den Gegner an! Okay. Sess, ich dachte, du bist dran. Willst du jetzt irgendwas machen? Kann ich nicht wieder zurück? Okay, mein Controller macht ein bisschen, was er möchte. Aber okay, probieren wir es einfach so. Wiederangriff, okay. Okay, ich muss am Anfang auf jeden Fall den Rapier nehmen. Dies ist ein Kampfinformationsfenster. Jo, okay. Hier siehst du die KP der Kämpfer und den Schaden, den du verursachen kannst. Erika sollte 7, der Gegner 9 Punkte Schaden verursachen. Okay. Gut, sieht alles sehr einleuchtend aus. Siehst du das zweimal nehmen? Ah, okay, gut. Das heißt dann wahrscheinlich, dass ich zweimal angreifen kann. Ha! Wer hätte das gedacht? Erika ist schneller als ihr Gegner. Daher kann sie in einer Runde zweimal angreifen. Erika kann mit 2 Attacken zu jeweils 7 Punkten insgesamt 14 Schaden machen. Nett ausgerechnet für mich. Das könnte eventuell auch noch manchmal problematisch sein. Okay, in Awakening wurde einem nicht gesagt, dass sich die Waffen abnutzen. Ja, ne, wieso nicht? Drücke nun den A-Knopf, um den Gegner anzugreifen. Dann. Pieks. Oh, das ist so nett. Er trifft halt auch einfach nicht. Normalerweise ist das bei mir dann der Fall. Das ist total freundlich. Aber wahrscheinlich nur, weil es jetzt so die erste Runde ist. Ey, jetzt bin ich von Anfang an bei dem neuen Teil und ich raff trotzdem nichts. Das Spiel ist viel zu kompliziert für mich. Oh, Bunny. Ja, ich hätte wahrscheinlich noch ein bisschen länger mit dem Überblick gebraucht, weil ich spiele ja ein neueres, ein Remake. Da sieht alles ein bisschen anders aus, aber ich erkenne einige Mechaniken wieder. Und deswegen habe ich auch noch im Kopf so, ach so, ja, okay, so und so muss das sein.
aber ich glaube, sonst würde ich da auch ein bisschen länger brauchen. Ich habe zumindest, als ich Echoes, das ist das, der neuere Teil, der geremaked wurde, angefangen habe, auch wirklich erstmal geguckt, wie, was, wo, und war tatsächlich auch davon überfordert, wie weit die Laufwege waren, und das Ganze sah einfach... Ich habe bei Awakening noch alle wichtigen Waffen nie benutzt. Okay, ist vielleicht etwas, das ich mir dann auch merke später. Wird hier nicht gesagt, aber ab 5 Speed Unterschied wird gedoppelt. Gewicht und so ist auch relevant, aber für einen ersten Playthrough kompliziert. Was? Ja, nee, wir wollen es natürlich nicht übertreiben. Okay. Ich kümmere mich um die anderen, Prinzessin. Nach Freya. Okay. Machst du jetzt hier alles? Der hat aber auch gesessen, der Hit. Nun bleibt nur noch ihr Anführer. Wäre schön, wenn der in dich reinläuft, Cess, und du den gleich niederknüppelst. Glaubst du, du könntest es mit mir aufnehmen? Jammerliches Bürschchen. Komm, es ist höchste Zeit, dass ihr hochherrschaftlichen Ritter etwas Respekt vor einem wahren Krieger beigebracht bekommt. Dude, hast du gerade gesehen, wie er deinen Lakai niedergeschlagen hat? Okay. Du wirst der Erste sein, den der Tod ereilt. Also bei Walter hätte ich mir doch schon gedacht, dass das wirklich beängstigend sein kann, aber bei dir? Na, du triffst wenigstens. Was, Cess? Nein, was tust du? Was war das denn? Cess! Seine Wunden müssen schlimmer gewesen sein, als er zugegeben hat. Ja, natürlich! Ist es nicht immer so? Ey, ich hab gleich gesagt, er soll sich den Mist verarzten lassen, aber nein! Das ist nicht so schlimm, wir müssen weiter. Zeit zu sterben. Halt, stell dich mir, wenn du den Mut dazu hast. Platziere den Cursor auf Erika und drücke den A-Knopf. Damit sie zur Rettung eilen kann. Wuhu! Nähere dich dem Gegner, dem nächsten Gegner, und drücke den A-Knopf. Von wegen Wunder, er ist einfach kacke. Wer scheiße schlecht das einfach gescriptet ist, ja, es sind die Dialoge, also ich dachte ja schon immer, in Fire Emblem Heroes sind sie ein bisschen sehr, naja, haben sich einfach gemacht, aber naja. Siehst du Treffer unter KP und, ja, sehe ich. Zeigt die Wahrscheinlichkeit an, mit der du einen Treffer landen wirst. Das sieht doch schon mal gut aus. Erikas Treffer ist mit 94, da hat sie eine... Aha. Ach so, kritisch. Das kann man hier jetzt alles sehen. Okay. Und wenn ich dann sehe, dass ich nichts reißen werde, die Runde, kann ich dann auch einfach sagen, so nö, ich mach was anderes. Ja, okay, Erikas beträgt 14, da hat sie eine 14%ige Chance, einen vernichtenden Schlag zu landen. Kritische Treffer verursachen 3-mal so viel Schaden wie eine normale Attacke. Drücke den A-Knopf, um den gegnerischen Anführer anzugreifen. Do it. 2-mal pieksen. Was? Wie? Ja, du Loser. Fresse zu weit aufgerissen und dann kassiert von einer Frau. So. Auch noch gelevelt. Jetzt müssen wir auch noch das Leveln erklärt bekommen. Holy crap. Erika hat über... Also Golden Sun ist ja, glaube ich, 2002, 2003 erschienen. Da wurde nicht so viel erklärt. Erikas erster Gegner und sie rasiert trotzdem mehr als Cess. Ja, das ist für Cess auch echt schlecht gelaufen.
Naja, sie ist aufgestiegen. Ein Aufstieg verbessert die Fähigkeiten einer Einheit und macht sie stärker. Prinzessin, seid ihr verletzt? Was? Oh nein, ich bin unversehrt, Cess. Aber ihr wirkt so bleich. Es geht mir gut, wirklich. Aber wahrscheinlich, Cess, siehst du ganz schön mitgenommen aus. Das ist Krieg, nicht wahr? Das ist sie. Das ist Krieg, nicht wahr? Das ist nicht wie die Spiele, die ich mit meinem Bruder oder Leon gespielt habe, zu spielen pflegte. Ich hätte nie gedacht, nein, ich wusste nicht, dass es so roh sein würde. Also wenn diese Dialoge noch cheesiger wären, dann habe ich echt Probleme, das irgendwie einigermaßen ernsthaft vorzulesen. Meine Güte, aber es kommen ja sowieso noch diese ganzen Inzestwitze, die ich leider machen muss, weil das alles sehr, sehr vage geschrieben ist. Was heißt Inzest? Twincest meine ich natürlich. Ist das gleiche im Grunde, aber Twincest klingt halt bei Zwillingen sehr viel schöner. Sind Worte denn absolut sinnlos? Ist Stärke alles, was zählt? Es ist so traurig. Ja, es geht einfach nicht. Die Dialoge. The real Alfonso is now following. Ah, cool. Danke fürs Folgen. Fühl dich geflauscht an dieser Stelle. Kurz, nachdem die Katzen weg sind, die sich umgedreht haben. Freut mich, dass du dich dazu entschieden hast, dich mit reinzuhängen. Wir werden jetzt jeden Mittwoch hier weiterspielen. Und heute, ja, gucken wir mal, wie lange das noch so geht. Kyoko kommt nicht klar. Ja, wie denn auch? Yay! Flavio hat endlich mal eine Fee gezogen. Wird aber auch mal Zeit. Warum erfällt sich das Imperium von Credo so? Mit welchem Ziel haben sie den Krieg begonnen? Prinzessin? Keine Sorge, Cess. Ich werde mich nicht meinen Sorgen hingeben. Ziehen wir weiter. Ich bin ungebrochen und ich werde nicht aufgeben, bis Renais wieder ersteht. Ich gebe auch nicht auf, bevor ich wieder mit meinem Vater und meinem Bruder vereint bin. Hoffen wir mal, dass sie keine böse Überraschung erlebt. Vielleicht hat es Daddy ja schon zerrissen. Oh Gott, deine 5 Sterne. Oh, Kapitel 1, Flucht. Erika, besser als Kamu. Ich hoffe, hoffe ich, sonst kann das anstrengend werden. Oha. Oh boy. Prinzessin Tana, Grados Streitmacht drückt an. Wie? Jetzt schon? Aber wir hatten nicht genug Zeit. Milady, wir haben nicht genug Waffen, um unsere Stellung zu verteidigen. Wir müssen zu Schloss Freya zurückkehren. Unmöglich, nicht jetzt. Wir haben Erika und ihre Gefährten noch nicht gefunden. Erika ist meine Freundin und sie braucht meine Hilfe. Ich lasse sie nicht im Stich. Oh, ich weiß. Geh und bitte, Vater, ich meine König Heiden, um mehr Truppen. So, jetzt habe ich Sets gezogen. Praktisch, das passt doch richtig schön zum Let's Play, Fleibel. Ja, euer Hoheit. Erika, bitte halte durch. Na, bisher ist wahrscheinlich die Sorge, ob Sets durchhält, wenn er da so weiter vor sich hin blutet. Der Name. Okay. Französisch? Französisch. Commander Brugge. Ja, Brugge. Der Feind scheint seine Stellung im Schloss zu verstärken. Hm. Sie sind zäh, aber sie werden uns nicht aufhalten können. Wie lauten eure Befehle, Sir? Ha? Befehle? Haltet eure Stellung und seht zu. Ich selbst werde sie zerquetschen. Der Typ hat übrigens einen witzigen Bart. Sieht so aus, als würde er nur aus den Nasenlöchern kommen. Wie ihr befehlt, Sir. Brugge erinnert mich an Baguette. Ja, das dachte ich auch erst. What? Okay, den hat es, glaube ich, zerrissen, den armen Typen. Ha, das blüht euch, wenn ihr euch meiner Lanze stellt. Das Verhältnis zwischen Schwertern, Lanzen und Äxten nennt man Waffendreck. Nein!
Nein, der Kreml nennt sich auch noch das Waffendreieck. Oh Gott, Lanzen sind stark gegen Schwerter, Schwerter sind stark gegen Äxte, Äxte sind stark gegen Lanzen. Im letzten Kampf trug Brügge, der gegnerische Commander, eine Lanze, während der freilanische Soldat ein Schwert führte. Lanzen sind stark gegen Schwerter, also war Brügge im Vorteil. Das Waffendreieck ist von großer Bedeutung, um den Ausgang eines Kampfes abzuschätzen. Für den Moment solltest du dir merken, dass Lanzen stark gegenüber Schwertern sind. Hatte nicht noch gerade erwähnt? Oh Gott, ey. Wie oft? Oh mein Gott. Oh boy, oh boy, oh boy. Das ist mein Tutorial. Aber es ist tatsächlich... Es ist tatsächlich nicht so schlimm bisher, wie diese ganze Trainerschulen-Sache bei, wie heißt es jetzt, bei Pokémon Mond. Das ganze Tutorial fand ich tatsächlich noch ein bisschen ätzender. Und dass man einfach nichts machen konnte. Umgeh, wie schnell du lesen kannst ohne Fehler. Ja, let's playen. Da übt man das irgendwie. Danke, Nartario, für den Fall, dass ich mir das nicht gemerkt habe. Die erklären das Waffendreieck, aber nicht, was es macht. Ja. Ja, Vanni, dem fehlt's. Das Leiden. Sofort stehen bleiben. Ruft eure Truppen zurück und kehrt um. Oder ihr werdet euch mit mir messen müssen. Ach ja? Und wer magst du sein? Immerhin hat er sie nicht gleich beleidigt. Wer? Ich bin Tana, die Prinzessin von Fredia. Ich werde nicht zulassen, dass ihr mein Land noch länger bedroht. Fredias königliches Girl, wie? Okay, da war die Beleidigung. Beleidigung? Wie entgegenkommend. Verlasst sofort dieses Schloss. Fügt ihr mir Leid zu, werden mein Vater und mein Bruder euch bis ans Ende der Welt jagen. Ja, ich hörte, wie abgöttisch König Haydn seine kostbare kleine Tochter liebt. Finden wir doch heraus, wie sehr dies der Wahrheit entspricht. Du wirst mir eine nützliche Geisel sein, meine Liebe. Schnappt das Mädchen und sperrt es ein. Sofort, Sir. Nein, lasst mich los! Ja gut, dann ist sie jetzt auch weg. Lädst du das eigentlich auch auf YouTube hoch? Wenn ja, wie? So wie mit Undertale, muss ich mal gucken. Ich habe mir noch gar nicht überlegt, ob und wann und wie ich es hochlade. Ich glaube, wenn, dann wird das... Also ich werde es nicht parallel zu Feiern... Doch irgendwann zu Feiern dem Heroes parallel hochladen. Aber ich glaube, ich werde vorher noch ein anderes Projekt beenden. Das heißt... Fire Emblem The Sacred Stones ist zurzeit Twitch-exklusiv. Seth, sieh doch. Ich sehe es. Es scheint, als hätte Grados Armee Fredia bereits erreicht. Prinzessin, dieser Ort ist gefährlich. Wir sollten Mulan meiden und direkt zum Schloss reiten. Aber wir können das nicht einfach ignorieren. Du warst dabei, als Rena es fiel. Du hast gesehen, was auch ich sah. Du hast gesehen... Wie sehr das Volk unter der Knute? Sorry, ich finde das Wort gerade ein bisschen witzig. Von Grados Soldaten leiden musste. Häuser wurden zerstört, Besitztümer gestohlen, Frauen entführt, natürlich. Frauen werden immer mitgenommen. Jeder, der Widerstand leistete, wurde ohne weitere Fragen, ohne zu zögern, exekutiert. Ja, Seth, ich fühle mit dir. Denkt sich vielleicht so, Gott, Mädel, wir wollen doch einfach nur weiter. Ich will dein verdammtes Leben schützen, damit dein Vater nicht umsonst drauf geht und noch die Hoffnung besteht, dass niemand, beziehungsweise dass Ephraim dich noch bekommt, nicht bekommt, sondern wieder sieht. Aber nein, jetzt müssen wir noch so eine Extra-Mission zwischenschieben. Okay, das ist die Burg, wo eine Freundin von dir ist. Ich kann es schon verstehen, aber es ist gerade so eine Leben- und Tod-Situation. Bitte, Seth, ich kann nicht zulassen, dass dies auch hier geschieht. Ich will nicht sehen müssen, dass noch mehr Menschen unter Grados Grausamkeit zu leiden haben. Deswegen wollten wir auch gerade weiterreiten, Erika. Da musst du dir das nicht angucken. Aber ja. Bleibe. Genau, ihr Ephraim muss sie noch
kommen. Zwinker, zwinker. Also gut, Prinzessin, ich verstehe. Vielleicht können wir Mulan zurückerobern. Leute, ihr seid zu zweit. Aber Prinzessin, ihr müsst mit größter Vorsicht vorgehen. Auch euer eigenes Volk braucht euch. Selbstverständlich, Seth. Lass uns gehen. Ab diesem Kapitel steuerst du nicht nur Erika, sondern auch Seth, General der Ritter von Rhenaid. Ihn wählst du und steuerst du auf dieselbe Weise wie Erika. Platziere den Cursor auf ihm und drücke den A-Knopf. Nachdem sich alle deine Einheiten bewegt haben, beginnt automatisch der Zug des Gegners. Wenn Erika die Anführerin deiner Gruppe im Kampf fällt, ist das Spiel zu Ende. Du kannst dein Spiel fortsetzen, sollte einer deiner Gefährten fallen. Jedoch werden besiegte Verbündete nie wieder an deiner Seite kämpfen. Das ist jetzt der Part, wo ich mir denke... Angst. Das heißt, ich muss wirklich ernsthaft und ohne Fehler spielen, weil... Ich will nicht, dass Erika stirbt und ich will auch nicht, dass Seth stirbt. Erster Tod incoming. 5 Cent verwette ich. Oh no, nein, schreib mich nicht so schnell ab, Sora. Versuche die Zahl der Verluste so gering wie möglich zu halten. Oh Gott, nein. Oh Gott. Shit. Lady Erika, wie lauten eure Befehle? Lass uns einfach verstecken durch den Wald hintenrum hier vorbei und dann abhauen, bitte. Platziere den Cursor auf Seth und drücke den A-Knopf. Easy ist total einfach und du hast uns zum Helfen, keine Sorge. Ahahaha, ja. Ich vertraue euch, aber... Kann ich hier eine Gefahrenzone einstellen, damit ich sehe, wo ich hintreten kann, ohne dass ich zerboxt werde? Da warte ich jetzt noch mal kurz auf eure Tipps. Und lese vielleicht noch mal, was ich so überlesen habe. Ich sag's mal so, Erika wird so die Ich-weiß-nicht-what-to-do-Charakter und Ephraim der Bitch. Fuck ja. Okay, gut zu wissen. Da freue ich mich ja schon richtig drauf. Okay, ja. Frage ich mich auch, warum Erika nicht vorher irgendjemand erwischt hat. Das kann ja heiter werden mit ihr. Ist immer eine kluge Idee, zu zweit gegen 6 Leute zu kämpfen. Ja, da hat Erika auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel Hirnschmalz bewiesen. Aber sie sieht da auch auf dem Bild gerade sehr ahnungslos aus. Nächster Tipp, gib Seth so wenig XP wie möglich, der klaut den nur, Erika könnte die später gut gebrauchen. Wieso, sag ich nicht. Okay, Ich wollte doch Erika. Warum geht der automatisch auf Seth? So, weil ich ihn jetzt... auswählen soll, oder wie? Ach, ich bin immer noch im Tutorial. Oh, ich vergaß. Ach, ja. Ich will aber lieber bei dem Haus stehen. Da steht er auch neben dem Gegner. Der Gegner hat eine Axt. Daher empfiehlt es sich, mit einem Schwert zu kontern. Will Angriff und drücke den A-Knopf. Ach, er hat 2 Sachen dabei. Das ist ja praktisch. Dies ist das Kampfinformationsfenster, das ich heute zum ersten Mal sehe. Im ersten Teil nehmst du das Namen, siehst du die eine Waffe und einen Pfeil. Das heißt, ich habe Vorteil. I know. Der Grund dafür... Es ist halt auch so geschrieben, dass ich mich richtig trollt fühle. Gott. Oh, aber ja, okay, ist okay. Mm-hmm.
Was habe ich verpasst? Du hast nur verpasst, dass ich Tutorial-Sachen mache und ich mich gerne davor gedrückt hätte, Tana zu retten, aber Erika ist sehr, 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 sehr überzeugt davon, dass sie hier alle retten muss. Der Grund dafür ist, Seth trägt ein Schwert, während der Soldat eine Axt führt. Danke für den Cheer! Mögen wir diesen Kampf gut bestehen und gewinnen. Das Waffendreieck besagt das Schwert. Ich glaube, ich möchte einen Befehl einrichten, in dem dann immer, wenn man, das wird dann, glaube ich, Ausrufungszeichen Tutorial oder Ausrufungszeichen ähnliches, wo dann immer steht, dass das Schwert gut gegen Äxte ist. Falls es jemand vergisst.